Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir versucht, dieses Tor dort zu öffnen. Allerdings müssen wir dafür erstmal unsere Stemmaxt upgraden. Und dafür muss ich jetzt Bergungsgut suchen. Also ich habe keinen Bock, zu den Wölfen zurückzugehen. Ich hoffe, dass das hier auch schon Bergungsgut ist. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Noch mehr? Oh nein. Ich habe keinen Bock, komplett hier zurückzulaufen. Ich habe echt Angst vor den Wölfen. Boah. Hier waren die ja irgendwo. Oh nein, oh nein. Oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Stirb! Ja, sehr professionell, ich weiß. Ist er tot? Oh. So sieht das aus, wenn ich Pfeile verballer. Gut, dass die immer genug rumliegen. Hier oben waren noch gerade noch welche, die nehme ich mal direkt auf. Ich habe Angst vor den Viechern. Ich glaube, da war noch einer. Ach, den hatte ich schon getötet. Okay. Dann nehmen wir den mal auch aus. Aber da haben wir auf jeden Fall noch Bergungsgut. Nur noch ein bisschen mehr. Jetzt bräuchte ich noch eine Kiste. Das sieht so aus, als hätten wir da eine. Also schwierig war das ja nicht. So, das müsste reichen. Okay. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Jetzt muss ich zurück ins Lager. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht noch mehr untersuchen sollte. Upsala. Oh, hier hatte schon wieder so noch Wölfen an. Shit. Oh, ich hätte hier nicht hinlaufen sollen. Okay. Ich habe Angst vor diesen Viechern, deswegen werde ich hier nichts erkunden, glaube ich. Ich versuche einfach nur erstmal voranzukommen. Ich glaube, das ist schon allein schwierig genug für mich. Diese Scheißviecher. Benutzen wir das mal kurz, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich sehe, macht das Lager auch so einen Strahl, sogar relativ hoch. Das ist eigentlich gut zu wissen. Dann kann man da mal zurückfinden. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir upgraden. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Dann machen wir mal weiter. Okay. Was muss man denn hier klicken? Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Ja. Okay, wo muss ich da... Ach, da muss ich draufklicken. Okay. Gemeistert. Ja, dann können wir hier mal wieder raus. Und zurück. Ja. Und schließen. Jetzt könnte man wahrscheinlich auch die Kiste hier öffnen. Ja, das geht. Ja, da ist jetzt irgendwas drin und bringt mir das was? Anscheinend nein. Wahrscheinlich hat mir das irgendwas gebracht. Alles klar? Jetzt können wir auf jeden Fall die Kurbel losgehen, Doktor. Benutzen. Dann leg los! So, und dann haben wir das Tor geöffnet. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Lass uns weitergehen, okay? Okay, gehen wir weiter durch den dunklen Wald.
unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteht? Da? Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начну разбухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Okay, gehen Sie in Deckung. Hey, ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei! Oh Gott. Die werden mich bestimmt tausendmal entdecken. Oh Gott. Da unten ist einer. Der sucht mich gerade. Und da oben, was machen wir mit dem? Wie sieht's aus? Oh shit, da sind welche. Dann such weiter. Oh Gott, wo kann ich denn hier lang? Hier sind überall Leute. Die machen mir Angst. Oh Gott, ich renne einfach weg, ich renne einfach hier hin. Oh mein Gott, da ist ein Haus. Da ist ein Haus, ich renne in das Haus. Die meisten werden wir töten. Wo muss ich denn hier hin? Oh Scheiße. Ich hasse solche Versteckspiele. Die sind total kacke. Okay. Ich glaube, der Typ ist weg. Ja, der scheint weg zu sein. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Was siehst du? Da sind auch Leute. Okay, hier ist nicht wirklich Platz zum Deckung suchen. Hier ist alles klar. Guck weiter den Berg rauf. Da ist auch wieder ein Haus. Und wenn ich mal da rein, die gucken ja alle gerade in die andere Richtung. Oh mein Gott. Oh, das scheint das Team zu sein. Du meinst, sprichst du, Kukla? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. О, verdammt. О, verdammt. Да hätte ich was töten müssen. Oh nein. Эй, ты! Das passiert, wenn man pennt. Выходи давай! Лучше не зли меня. So, jetzt aber diesmal drücke ich. Она тоже была порадочной стервой. Тихо, собака! Убью тебя! Убью! О, verdammt! Das geht mir immer alles zu schnell. Tut mir leid, dass ich jetzt an dieser Stelle schon zweimal gestorben bin, aber das geht mir alles immer ein bisschen schnell. Das ist echt verwirrend, wenn man in diesen Sequenzen plötzlich was drücken muss und bis vorher noch denkt, dass es nur eine Sequenz ist. Jetzt weiß ich ja zumindest, dass ich gleich schießen muss.
Diesmal schieße ich ihm in die Eier. In die Eier. Warum funktioniert er das jetzt nicht? Jetzt, come on. Das gibt's doch nicht. Warum will das nicht so, wie ich will? Okay, jetzt sehen wir diese Sequenz schon wieder. Wenigstens starten wir direkt hier und ich muss mich nicht wieder vor den Scheißkerlen verstecken. Oh Mann. Genau das meinte ich am Anfang. Es wird noch oft genug passieren, dass ich sterbe, weil ich echt zu blöd für sowas bin. Eine Torsche will Parade schlecht. Es nervt mich einfach so richtig. Und jetzt versuchen wir das nochmal, ihn abzuschießen. Irgendwie klappt das nicht richtig. Ich hab doch geschossen, was soll das denn? Jetzt. Ah, geht doch. So ist das also mit Laras erstem Abenteuer. Da hat sie ihren ersten Menschen, denke ich mal, gerade getötet. Und jetzt habe ich echt keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich folge einfach mal dem Weg, den es hier gibt. Und ich erspare es mir mal, dieses scheiß brennende Dorf hier abzusuchen, weil ich glaube, ihr wollt es nicht unbedingt sehen, wie ich noch öfter sterbe. Und außerdem sieht der Weg so verlockend aus. Ich glaube, der könnte richtig sein. Och, du Scheiße. Was ist das denn schon wieder? Oh Gott. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Wir wissen, dass du da bist. Jetzt muss ich schon wieder Menschen erschießen. Oh Gott. Das heißt, ich muss ja wieder zählen. Oder sie macht das automatisch. Nein, ich muss sie erschießen. Oh, verdammt. Ich habe ihn nicht getroffen. Wie kann ich mich jetzt... Komm schon hoch. Come on, ich will den Kopfschuss verpassen. Komm schon. Oh, das mit dem Kopfschuss war mal nichts. Okay, aber es sind beide tot. Okay. Irgendwas habe ich jetzt bekommen. Kann ich den da auch ausplündern? Nein. Ich habe ihn ja schließlich nicht selbst getötet. Okay, hier brennt mal wieder nur alles. Ich hoffe, das Tor ist jetzt offen. So, ich wünsche mir jetzt einen Gang. Geht da. Und wo jetzt lang? Da drüben. Ich bin nicht runtergefallen. Da ist was. Habe ich die Waffe gar nicht mehr? Wahrscheinlich keine Munition. Okay. Wo sind denn jetzt hier böse Menschen? Geräusche. Das war doch ein guter Schuss. Jetzt kann ich den bestimmt auch ausrauben, den Kerl. Immer er mir gegeben hat. Bergungsgut, das ist gut. Muss ich jetzt hier durch? Ach, da muss ich hoch mal wieder. Ach, öfters drücken, öfters drücken.
Wasser. Halten Sie bei Ausrüstung. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Voll. Achso, ich bin voll. Okay. Das kann ich gerade nicht nehmen. So. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich schätze mal, da hier ein Abgrund ist, wahrscheinlich springen. Und jetzt? Geldbörse. Kaputtes Handy. Immer dasselbe. War's denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Okay. Das heißt gutes Material. Wir werden's bald wissen. Eine Crew schleppt es an. Was? Ist der schon tot mit einem Schuss? Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Okay, ich schieß hier in den Arsch. Und dann fällt er runter. Rendezvous auf dem Berg. Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Rost. Okay. Okay, das kann ich leider auch nicht aufnehmen. Ah, ist eine Kiste. Der hier hat nix. Okay. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ach, voll. Immer noch. Aber doch, die Bergung ist gut. Das brauchen wir bestimmt für irgendwas. So, und jetzt, wo wir mal gerade in Sicherheit sind und von den ganzen bösen Menschen entfernt sind und diesen schönen Wasserfall hier sehen, würde ich sagen, beende ich damit mal diese Folge und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versuche ab jetzt ein bisschen schneller voranzukommen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!